Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Ja, im letzten Part haben wir ja erfolgreich oder auch nicht erfolgreich den Darba-Chef gefunden. Und wir sollten ihn eigentlich retten, aber halt wohnt klein. Ich weiß nicht, was er bekommen hat. Also es ist noch halt noch die Frage. Na. Und jetzt verlassen wir erstmal die Zelle. Umgebracht. Sie Mistkerl! Liquid? Nein, sie sind's nicht. Keine Bewegung! Zielst du zum ersten Mal auf einen Menschen? Deine Hände zittern. Schieß doch, Grünschnabel. Ich bin kein Grünschnabel. Lügner. Der unsichere Blick. Die Angst in den Augen. Wenn das keine Grünschnabelaugen sind. Du hast doch noch nie einen Menschen erschossen, nicht wahr? Sie reden zu viel. Du hast noch nicht mal die Waffe entsichert. Ich bin kein Grünschnabel. Du gehörst nicht zu denen, oder? Öffnen Sie die Tür. Sie haben noch eine Karte. Oh. Damit wir hier rauskommen. Sieht nach einer kleinen Verspätung aus. Was machst du? Nicht denken, schießen! Ja, bis die schießt, das kann ewig dauern. Ich glaube, die visiert dann ein bisschen automatisch an. Wir haben fast keine Energie mehr. Wir nehmen einfach mal die Ration und nimmt er dann Sie. Automatisch. Schießen Sie! Ich sag's Ihnen, ich bin kein Grünschnabel! Los jetzt! Schießen Sie! Perfekt. Die Figur. Na, nackt im Hintergrund. Perfekt. Neu ausrüsten. Bisher läuft's perfekt. Zivilisation brauchen wir niemals, aber was man hat, hat man. Ich komme auch gleich Granaten irgendwann. Ich hab nichts gesagt. Wir können eigentlich mal eine Ration nehmen. Drauf, immer drauf. Bisher läuft's perfekt. Ja, ist vorbei. Danke für die Hilfe. Moment! Wer sind Sie? Tja, wer das ist, das werden wir auch noch erfahren. Und das noch gar nicht mal so weit entfernt. Idiot! Du hast ihn umgebracht! Tut mir leid, Boss. Seine mentale Abschirmung war sehr stark. Ich konnte nicht an seine Gedanken ran. Jetzt erfahren wir den Sprengcode nie! Boss, ich hab da eine Idee. Tja, wer das alles war. Ja, erfahren wir auch später alles. Das Magazin ist. Verdammt. Braves Mädchen, genauso. Obwohl, man hat es ja schon im Intro eigentlich erfahren, also beim Part 00. Von daher kann ich es eigentlich sagen, das war nämlich jetzt gerade Psycho Mantis. Da gibt's auch noch später richtige coole Spielchen. Naomi, ich hatte eine Art Halluzination. Kommt das von den Nanomaschinen? Nein, Snake, die Nanomaschinen funktionieren korrekt. Was war es dann? Psychometrisches Eindringen von Psycho Mantis, Foxhounds Telepath. Stellen Sie sich eine Art gedankliches Feedback vor. Das also war Mantis. Das war Psycho Mantis. Wie gesagt, da gibt's später ein cooles Spielchen, was man da machen kann. Beziehungsweise
Ja, der Nackte liegt immer noch hier. Ekelhafter. Wer weiß, was mit dem angestellt wurde. So, liegt hier unten irgendwas? Nein, hier liegt gar nichts. Gut. Kann ich hier wieder zurück? Kann ich hier runter? Natürlich kann ich hier runter. Ein bisschen Munition schadet nie. Gut, wir haben jetzt schon voll. Abrüsten brauche ich jetzt im Moment nicht. Nee, hier lang muss ich nicht. Wir müssen jetzt nämlich wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Und zwar zum ersten Stock. Ja, Fahrstuhl. Kommen wir heute noch? Kann ich eigentlich hier hin? Nee. Das ist Stufe. Stufe 6. Okay. Das muss ich mir merken. Also ihr seht schon, es gibt sehr viele Bereiche. Stufe 1 war das, glaube ich. Ja, doch, Stufe 1. So, jetzt kann ich dahin, wo ich jetzt eigentlich vorhin schon hin wollte. Du siehst mich nicht. Und zwar hier rein. So, hier ist eine Wache. Die ist jetzt natürlich schon alarmiert. Das sollte jetzt eigentlich nicht so sein. Das ist das Problem jetzt. Weil eigentlich müsste er schlafen. Von daher ganz kurz anschleichen. Den Schalldämpfer nehmen. Und Scheiße. Nein, was mache ich denn? Warum lege ich mich denn da? Mache ich manchmal für einen Scheiß. Ich darf aber auch keine Schießerei anfangen, das ist das Problem. Das ist halt das Blöde, weil ich hier wirklich Alarm ausgelöst habe. Normalerweise schläft er. Also die Wache. Ich muss abpassen. Bis draußen die Wache weg ist. Dann prügel ich den schnell zusammen. Lass mich hier durch. Niemals. Nein, ich das ist schon wieder falsch. Huch! Mikro. Hallöchen. Ich stelle mich gerade richtig blöd an. Nochmal. Also, wir gehen hier oben lang. Wir gehen hier rein. Und warum betäube ich ihn eigentlich nicht? Mit einer Blendgranate. Das hat er niemals gesehen. Die wissen das gar nicht. Boah, schnell weg. Haben die nicht mitbekommen. So. Jetzt auf B2. Ging ja nochmal gut. Normalerweise ist es einfacher, wie gesagt. Da schläft er, da kannst du dich hinrobben. Und eben den Schalldämpfer nehmen. Ging halt nicht so gut. Schade. Falle. Ja, die gibt's ja auch. So. Hier ist normal alles gut. C4 brauchen wir. Nämlich jetzt gleich. Da komme ich nicht hin, weil ich Stufe 5 brauche. Also Levelkarte 5. Okay, lässt mich auch nicht hier durch.
Nee. Okay, ich hab's ja verstanden. So. Hier ist auch ein normaler Bereich. Ist aber schon alles voll. Hau ich also nicht. Kann ich für später mal irgendwann mal gebrauchen. So, hier kann ich noch rein. Hier müssen's, ja, Handgranaten sein. Brauchen wir auch noch alle später. So. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier also weiter? Der DARPA-Chef hat es ja uns gesagt. Wir sollen einfach nach Mauern Ausschau halten, die ein bisschen anders aussehen. Und das ist hier zum Beispiel eine. Also man sieht es hier schon, dass die nicht mit der Farbe gleicht. Ja, also ein bisschen bläulich. Von daher einfach C4 ran, weggehen, zünden und profitieren. So, wieder ein paar Handgranaten. Man kann nie genug haben. Und dann gehen wir hier hin, weil hier ist nämlich auch so eine Mauer. Fertig ist der Lack. So. Ich glaube, hier muss ich aufpassen. Oder muss ich hier aufpassen? Ne, hier muss ich noch gar nicht aufpassen. Okay. Hier muss ich doch aufpassen. Nein, ich dachte, es sind ja die Laser. Beziehungsweise die... Ja, wie soll ich sagen? Die... Ach ne, die Laserschranken halt. So, und hier ist nämlich so eine Mauer. Zünden. Fertig ist er dann. So. Jetzt bin ich an der Stelle, wo ich sage, Scheiße, wie mache ich das jetzt? Weil jetzt kommt nämlich ein kleiner Zwischenboss. Was heißt Zwischenboss? Es ist Ocelot. Revolver Ocelot. Und danach folgt ein langes, sehr langes Video. Beziehungsweise Zwischensequenz. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Mal schauen, vielleicht lasse ich es auch in ein Part. Also vielleicht ist der Part ein bisschen länger, ich weiß es nicht. Werden wir schauen. Jedenfalls folgt jetzt sowieso erstmal ein kleines Video. So, schon mal die Pistole. Und wir schauen einfach mal gespannt zu. Bin ich zu spät? Oh. Er lebt. Sie sind Kenneth Baker, Präsident von Armstech, nicht wahr? Keine Angst, ich hole Sie raus. Oh. Nein, nicht anfassen. C4. C4 geht mit dem Alten in die Luft. Also du bist der, von dem der Boss andauernd spricht. Und Sie? Sonderkommandoeinheit Foxhound. Revolver Ocelot. Ich habe auf dich gewartet, Solid Snake. Sehen wir mal, ob der Mann der Legende gerecht wird. Colt Single Action Army, die beste Pistole aller Zeiten. 6 Kugeln tötet alles, was sich bewegt. Ich zeig es dir, darum nennen sie mich Revolver. Zieh! Ja, jetzt ist nämlich der kleine Zwischenkampf und der ist eigentlich relativ einfach, den muss ich mal ganz kurz erklären. Und zwar habe ich schon bei einigen gesehen, dass sie wirklich hinterher rennen und das ganze Zeug. Aber er ist einfacher, als man wirklich glaubt. Es ist wirklich so. Und zwar, Snake visiert ja automatisch an. Das bedeutet auch, also ich kann es nicht abstellen, ja. Das war damals so PlayStation 1 Zeiten, das war automatisch anvisieren, das war damals so in. Jedenfalls...
Er visiert automatisch an. Und sobald er irgendwo hinrennt, Ocelot, dann geht Snake mit. Dann visiert er automatisch mit. Also er verfolgt die Figuren. Dann musst du einfach immer nur abschießen. Von daher, ihr seht schon. Ich sah den Kampf gerne nach. Mist. Nichts gleicht dem Gefühl, eine lange Silberkugel in die gut geschmierte Kammer zu schlagen. Okay, ich lebe wieder. Los geht's. Ja, ich brauche erstmal ganz kurz eine Heilung. Und einfach, Verstecken hilft da nichts. Ups. Ich verstehe die Kugeln. Ich bestimme ihre Richtung. Da hat er wieder automatisch ein bisschen. Ja, aber wir sehen immer noch automatisch an. Ihr seht schon. Ja, das ist das Problem. Du beeilst dich. Scheiße. Ich merk's gerade, dass ich den alten Dabor-Chef treffe. Da muss man halt wirklich aufpassen. Wolltest du das nicht regeln? Ich wollte es regeln, ja, aber. So, und das war's schon. Man muss nämlich immer. Ich muss jetzt mich ein bisschen konzentrieren. Du bist recht gut. Genau das, was ich von jemandem mit demselben Code wie der Boss erwartete. Das ist mein bester Kampf seit langem. Aber ich fange erst richtig an. Was? Ah, meine Hand! Oh. Ah. Ein Stealth-Anzug? Kannst du nicht mal richtig sterben? Du hattest Glück. Wir sehen uns wieder. Wer sind sie? Ich bin wie du. Namenlos. Oh, oh. Dieses Exoskelett. Können Sie sprechen? Wer sind Sie? Keiner von denen. Der DARPA-Chef hat Ihnen seinen Sprengcode gegeben. Was mit Ihrem? Ach so, ich weiß. Tim hat Sie geschickt. Sie sind vom Pentagon. Antworten Sie! Wir haben keine Zeit. Was mit Ihrem Code? Ich habe geplaudert. Was? Jetzt haben die Terroristen beide Codes und können jederzeit zünden. Ich habe mich gewehrt. Ich habe es Recommendis Kräften widerstanden. Er hat Ihre Gedanken nicht gelesen. Wieso nicht? Implantate in meinem Gehirn. Implantate? Eine Art mentale Sperre. Jeder mit Zugang zu streng geheimen Codes hat sie. Auch der DARPA-Chef? Natürlich. Der DARPA-Chef sagt, Mantis habe seinen Code durch Gedankenlesen erfahren. Haben Sie ihn auch richtig verstanden? Ja, da bin ich sicher. Wie haben Sie denn Ihren Code herausgefunden? Ich wurde leider nie im Widerstand zur Folter trainiert. Sieht aus, als hätte er seinen Spaß mit Ihnen gehabt. Er ist kein Mensch. Er hat jede Sekunde genossen. Was mit Ihrem Arm? Er hat ihn gebrochen. Dann sind Sie jetzt wohl quitt. Seiner wurde abgetrennt. Sie sind wohl ein Witzbold. Der DARPA-Chef, ist er okay? Tot. Was? Unmöglich! Jim, Sie haben uns hintergangen. Sie wollen mich ausschalten. Beruhigen Sie sich. Was ist denn los mit Ihnen? Ich bin hier, um Sie zu retten. Oh. Ich habe den DARPA-Chef nicht umgebracht. Er hatte einen Herzinfarkt oder sowas. Herzinfarkt? Seien Sie kein Narr. Was auch immer. Die Terroristen haben jetzt beide Codes. Diese Jungs sind total verrückt. Die zögern nicht eine Atomwaffe. Ich weiß, aber was wollen Sie wirklich? Wer weiß, vielleicht sind die wie wir in der Rüstungsindustrie. Immer freuen wir uns auf den nächsten schönen Krieg. Nun, ich werde nicht zulassen, dass diese Verrückten einen Krieg beginnen. Haben Sie die Schlüsselkarten noch? Schlüssel? Um den Sprengcode außer Kraft zu setzen. Ich höre, Sie hatten sie. Nein, nicht mehr.
Was? Wer hat sie dann? Doch nicht die Terroristen? Nein, diese Frau. Frau? Welche Frau? Eine Soldatin, die mit mir gefangen genommen wurde. Soldatin? Das muss... Sie sagte, sie wäre eine neue Rekrutin. Sie nahm sie gefangen, weil sie nicht an der Rebellion teilnehmen wollte. Neue Rekrutin? Vielleicht die Nichte des Colonels? Ich gab ihr die Schlüssel. Sieht so aus, als wäre sie entkommen. Ich hoffe, sie ist okay. Ich glaube schon. Sie ist neu, aber hart im Nehmen. Wie wissen Sie, dass sie entkommen ist? Wir waren über Codec in Kontakt, bis ich hier festgehalten wurde. Codec? Ja, sie stahl es der Wache. Wenn sie es noch hat, können Sie sie kontaktieren. Sie hat es bestimmt. Welche Frequenz verwendet sie? Oh ja, Moment, die ist... tut mir leid. Ich habe sie vergessen. Verdammt! Oh ja, sie ist auf der CD-Verpackung. Versuchen Sie, Verbindung aufzunehmen. Okay, sagen Sie, falls das nicht funktioniert, wie kann ich den Abschuss der Rakete sonst verhindern? Suchen Sie Hal Emmrich, einer meiner Angestellten. Wer ist das? Der Teamleiter des Metal Gear-Projekts. Ein technischer Genie, aber ein ziemlich komischer Kauz. Wenn jemand das Aktivieren von Metal Gear verhindern kann, dann ist er's. Und wenn ihm nichts einfällt? Dann müssen wir es zerstören. Emmrich weiß, wie man Metal Gear zerstört. Wo ist dieser Emmrich? Nun, er wird wahrscheinlich im Sprengkopflager festgehalten. Das ist nördlich von hier. Dort hat er gearbeitet. Ich verstehe. Aber warum Metal Gear? Das nukleare Zeitalter ging doch mit der Jahrtausendwende vorbei. Da irren Sie sich. Die nukleare Bedrohung ist nicht vorüber. Heute ist sie größer als je zuvor. Die Menge an verbrauchtem Nuklearbrennstoff und Plutonium steigt ständig an. Auch heute. Haben Sie je ein Lager voll von Atommaterial gesehen? Nein. Fässer über Fässer voll von Atommüll, soweit das Auge reicht. Das Zeug kann noch immer nicht richtig entsorgt werden. Also machen die einfach den Deckel zu und tun so, als löse sich das Problem von selbst. Im Endeffekt ja. Und selbst das Lagern wird schlecht gehandhabt. Viele der Fässer korrodieren und der radioaktive Inhalt sickert aus. Unglaublich. Nicht nur das. Jährlich werden kiloweise Schwund verzeichnet. Schwund? Ungeklärte Fehlmengen. Es beweist, dass ein großer und gut organisierter Schwarzmarkt für radioaktives Material existiert. Außerdem sind seit Ende des Kalten Krieges insbesondere russische Atomingenieure arbeitslos und ohne Aussichten auf einen Job. Mit anderen Worten, es gibt Material und Wissenschaftler zu Genüge, um eine Bombe herzustellen. Wir leben in einem Zeitalter, wo jedes Kleinland ein Atomwaffenprogramm betreiben kann. Und wie steht es mit den anderen Supermächten? Russland und China unterhalten noch stets eine bedeutende Atompräsenz. Totale nukleare Abrüstung ist ein Ding der Unmöglichkeit. Für unsere Abschreckungspolitik benötigen wir eine Waffe von absoluter Schlagkraft. Sie meinen Metal Gear? Ja, unsere Industrie hat ziemlich unter den Kürzungen im militärischen Bereich wegen dieses sogenannten Friedens gelitten. Ich habe viel über Fusionen und Übernahmen bei den großen Rüstungsfirmen gehört. Ja, und nachdem eine Firma den Auftrag für die nächste USAF-Jägergeneration verloren hatte, blieb uns mit Metal Gear eine letzte Trumpfkarte. Deswegen wollten wir Metal Gear als schwarzes Projekt entwickelt haben. Schwarzes Projekt? Geheimprojekte aus dem Schwarzfonds des Pentagons finanziert. Man vermeidet da eine Menge Bürokratie und erhält eine gute Vorlaufzeit für die Waffenproduktion. Und keiner kommt dir in die Quere. Nicht mal die weichen Liberalen im militärischen Überwachungskomitee. Bestechung. Ich ziehe es vor, von gutem Geschäft zu sprechen. Egal, Metal Gear wäre nach Analyse unserer Übungsergebnisse offiziell genehmigt worden. Sie und Ihre Firma scheren mich nicht. Ja, von einem Grunzer wie Ihnen erwartet man nichts anderes. Hier, deswegen sind Sie doch hier, nicht? Was ist das? Eine optische Diskette, ist alles drauf. Die Hauptfestplatte wurde bei der Schießerei zerstört. Dies ist die einzige Kopie der Daten. Was für Daten sind das? All die Daten dieser Übung. Stellen Sie sich doch nicht dumm. Deswegen sind Sie doch hier. Ich habe Sie bei der Folterung vor diesem Sadisten versteckt. Die wissen nichts von dieser Diskette. Bringen Sie sie zu Jim.
Ihrem Boss. Hä? Ich gebe Ihnen auch meine Karte. Sie öffnet alle Türen der Sicherheitsstufe 2. Können Sie gehen? Nein. Gehen Sie ohne mich. Die haben mein Kennwort. Die wollen nichts mehr von mir. Noch eine Frage. Wer oder was war dieser Ninja? Es schien mir, Sie wussten etwas. Der Ninja? Das war Foxhounds kleines Geheimnis. Kleines Geheimnis? Ein Experimenter Genomsoldat. Sie kennen ihn? Fragen Sie Dr. Naomi Hunter von Foxhound. Sie weiß mehr als ich. Naomi? Stoppen Sie sie. Wenn das rauskommt, sind meine Firma und ich erledigt. Was? Verwendet Metal Gear nicht bekannte Technologie? Metal Gear selbst schon, aber... Ah! Was haben Sie mit mir gemacht? Ah! Oh, nein! Oh, nein, bitte nicht! Diese Mistkerle von Pentagon, die haben es tatsächlich gemacht! Ah! Oh. Wovon sprechen Sie? Sie benutzen sie Bomben. Oh. Was zum Teufel? Colonel, hören Sie mich. Auch er ist tot. Keine Ahnung. Lügen Sie nicht. Sieht wie noch ein Herzinfarkt aus, aber... Eine Art Gift. Es gibt viele Medikamente, die in hohen Dosen Herzinfarkt verursachen können. Zum Beispiel Kaliumchlorid oder Dioxid. Aber ohne Autopsie können wir nichts Genaues sagen. Verdammt. Snake, Sie und Meryl müssen zusammenarbeiten. Kann ich ihr trauen? Mehr als Sie mir trauen können. Kontaktieren Sie sie. Snake, an Ihrer Position sind zu viele elektrische Störungen. Kurze Kommunikation wie mit uns ist möglich, aber normale Kommunikation wahrscheinlich nicht. Versuchen Sie, aus dem Bereich wegzukommen. Snake, reißen Sie sich zusammen. Naomi, was war dieses Ninja-Ding? Ein Mitglied von Foxhound? Nein. Sind Sie sicher? Ja, wir haben niemanden wie ihn in der Einheit. Stimmt das? Snake, ich verlasse mich auf Sie. Da ist es, was ich gemeint habe. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Energie bekommen, denn die bekommen wir immer, wenn wir so einen Boss, Zwischenboss, je nachdem, wie man es halt gerne nennen möchte, erfolgreich ausschalten, bekommen wir eben mehr Energie als auch, ihr seht's, sie fasst jetzt 49 Schuss. Vorher waren es 24 oder 25, jetzt sind es eben 49, beziehungsweise auch Granaten. Können wir jetzt mehr mitnehmen als auch C4. Das waren damals, beziehungsweise vorher 4, jetzt kommt ja 6 und so weiter und so fort. Das ist damit gemeint. So. Jetzt wisst ihr auch, warum ich vorher gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, denn wir sind jetzt fast bei 29 Minuten. Also es ist wirklich die Zwischensequenzen und das Gespräch. Es ist einfach lang. Es ist aber typisch Metal Gear und das feiere ich einfach. Das ist einfach nicht so alles auf kurz und husch, 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 sondern wirklich ins Detail alles schön erklärt. Das feiere ich. Aber gut. Mehr dazu also im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren und Spaß dabei haben. Wir sehen uns dann also im nächsten Part von Metal Gear Solid. Bis dahin.